Ja, hallo zusammen und willkommen zu den News der Woche, die mal wieder nicht vom Hida eingesungen werden können. Der sollte sich mal schämen. Ja, aber der Mephisto ist natürlich wieder dabei. Servus. Ist ja auch sein Format. Natürlich. Und ja, Leider genau. nicht mein, sondern unser. Ja, gut, sagen Ja, wir siehst unser. du. Genau. Klingt besser. Ist doch immer schön, wenn man Teil der Verantwortung wegschieben kann, ne? Ja, das ist ja, der Kanal ist ja unser Projekt. Also hier, der ist ja Praktikant, nicht? Der hat nichts zu tun. Ich hoffe, der guckt das Video nicht. Oder Ach, hört der das. doch nicht. Ne, der schläft. Er klickt einmal auf Gefällt mir und geht wieder. Ja. So, ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal mit den News an. Und ich fange dann einfach mal mit der Ach, ersten an, die ich gerade so noch mitbekommen habe. Und zwar soll es bald einen neuen Walking Dead Teil geben. Aber ehe dir der Sarah aus dem Mund kommt, es ist nicht von der Serie, von der Spielserie, ja. von der Filmserie, sondern von Okay. der Spielserie Walking Dead. Und da soll sie sich aber auf die Serie quasi jetzt beziehen. Also auf die andere. Und da spielt man nämlich jetzt Michonne. Die Oh. mit dem Samurai-Schwert, die. Oh, das ist ja schön. Und dieses Spin-off soll, glaube ich, so 3 Stunden ungefähr gehen. Wurde bis jetzt als mitreißend, brutal und wird euch fesselt oder so. Wurde die bis jetzt betitelt. Steht aber noch nicht ganz genau fest, wann das Ganze denn kommen wird. Aber wir haben schon mal was zum Freuen. Also Walking Dead ohne Blut und ohne Gewalt. Naja, Was also heißt hier ohne Blut und ohne Gewalt? nein, kann, Das könnte ist, ich mir es, nicht ach vorstellen. so, ich Ja? dachte schon, es ist Also ja da das wäre es kein Gegenteil. Walking Dead. Also jetzt so nicht. Ja, wobei ich muss ja sagen, ich bin tatsächlich von, ich weiß nicht, hast du die Spielereihe gespielt? Nein, Walking nein, Dead? nein, nein, nein. Kann ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, aber ich muss sagen, für mich persönlich war es so, dass die zweite Staffel doch ein bisschen nachgelassen hat. Okay. Was vielleicht daran liegt, dass nicht mehr der offizielle Schreiber dran war, sondern 2 andere. Von daher, ich bin noch nicht genau so sicher, wie das bei diesem Michonne-Teil wird. Besonders wenn du so bedenkst, wie viel Sachen die jetzt mittendrin noch dabei haben, ne? Die haben ja noch dieses Minecraft-Survival-Ding, die haben Tales from the Borderlands, die haben immer noch Game of Thrones. Von daher, die haben so viele Sachen jetzt gerade laufen, da bin ich mir gar nicht so sicher, ob die da so eine Story-Tiefe mit reinpacken werden. Okay. Aber wie gesagt, das sind 3 Stunden, von daher vielleicht. Ja. Wer weiß, was sie da noch alles reinpacken. Okay. Jo, du bist dran. Ach, mal abwechselt. Ja, natürlich. Mensch, das ist ja. Es geht immer wieder um die Wii Wie eigentlich immer. Okay. Und diesmal bringen sie also Legend of Zelda Twilight Princess HD für die Wii U. Gab es ja schon für den GameCube und für die Wii. Jetzt haben sie es nochmal aufgelegt und soll Anfang März kommen. Nächsten Jahres. Ja, genau, die haben jetzt doch auch. 4. März 2016 soll das Spiel kommen und Zelda Next, also das ja glaube ich mit diesem Open World Okay. Dings, erscheint auch diese nächstes Jahr noch, 2016. Aber wann genau, das wurde nicht gesagt. Okay, aber die haben doch jetzt auch hier, die Nintendo-Leute haben ja auch noch Star Fox Zero ebenfalls noch als Psst, heißes psst. Ja, das Eisen. wollte ich ja, ich mach gleich mal eine Überleitung, das ist Ach so, richtig. okay. Star Fox Zero, ne? Wurde auf Ende April 2016 verschoben. Und das ist, 22. April, um genau zu sein. ja, und das ist, glaube ich, jetzt das dritte Mal. Ja, und es ist mal wieder, weil sie sagen, Feinschliff und so weiter. Ich glaube denen Genau. nicht.
Also ich das Spiel sieht so schon scheiße schön aus. Da hilft alle Feinschliff nichts, wenn das Spiel schon so mies. Ja, also egal, komm. Ich habe nie Star Fox wirklich gespielt, von daher für viele wird wahrscheinlich da wieder Nostalgie einklinken. Ich persönlich würde sagen, ich habe mit dem Spiel nichts am Hut. Aber das ist bei Nintendo ja immer so, dass sie halt auf Nostalgie bauen. Ja, kommt natürlich dann drauf an, wie viel das Spiel kostet. Es wird wahrscheinlich schon ein Vollpreistitel, nehme ich mal an. Also du wirst bestimmt schon mindestens 40 Euro zahlen. Okay, weil es ja schon ziemlich bei vielen verglichen wurde mit dem N64-Vogel. Ja. Aber wenn du so bedenkst, wie oft es schon jetzt verschoben haben. Einmal und so weiter, zweimal. Ja, ich glaube, wenn das kein Vollpreistitel wäre, würden sie sich gar nicht so viel Arbeit machen. Die würden es einfach höchstens einmal verschieben und dann kommen scheiß drauf, wir bringen es raus. Also entweder ist das jetzt bloß eine Übergangslösung für die neue Konsole mit Zelda und so, weil die das neue, also dieses Remake rausbringen, quasi so als Überleitung. Aber ich finde, die sollen endlich mal aufhören, diese ganzen Remakes zu machen bei Nintendo. Dann einfach sagen, gut, wir bringen jetzt einfach nichts raus, wir konzentrieren sich auf die neue Konsole mit 2-3 Blockbuster-Spielen. Neues Zelda, neues Star Fox, was halt ein bisschen hübscher aussieht. Ja. Oder sie machen es, wie sie es jetzt gerade machen, und zwar mit den Pokémon-Spielen. Ah ja. Das hast du ja wahrscheinlich auch schon gelesen. Ja. Die Pokémon-Spiele Rot, Blau und Gelb kommen nämlich jetzt auf den 3DS und zwar nicht als Remake, sondern wirklich die alten Spiele. Die werden dann quasi so wie emuliert halt. Und die besitzen dann auch einen Online-Tauschmodus. Mhm. Okay. Da kann ich weitermachen. Ja, ich warte gerade darauf, dass du einsetzt. Ach, du bist fertig. Ach so. Ich habe meinen Kaffee noch nicht getrunken, Entschuldigung. Also diesmal geht's um Fallout 4. Snorri hat es ja schon 34 Stunden gespielt. 34,4 und es wird heute mehr. Und es wird heute mehr, ja. Er ist bis jetzt sehr begeistert. Nee, also kommt nur so rüber. Ja, so. Ich kann jetzt bis jetzt so gerade sagen, ich habe die Fallout 3 und New Vegas ja damals nicht so groß gespielt, weil ich damit noch nicht so ganz klar gekommen bin. Aber ich habe da auch einige Stunden mit drin gespielt, aber jetzt nicht so groß, sage ich mal. Aber bei Fallout 4 muss ich wirklich sagen, das hat mich doch richtig gepackt. Also da konnte man sich jetzt in die Welt richtig gut reinverleben. Und es macht viele Sachen richtig, ist aber natürlich auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen casual-artiger geworden, weil du zum Beispiel das Wettsystem gar nicht mehr so wirklich brauchst, was du in 3 und New Vegas ja hattest. Ja. Hast du in 4 natürlich auch, du kannst es immer noch nutzen, aber mittlerweile ist halt die Schusspräzision und auch das Feeling und so weiter, finde ich eigentlich so gut, dass du auf das Wetz komplett verzichten kannst. So, bevor du jetzt das ganze Spiel erzählst, jetzt will ich wieder. Ja, okay. Ja, gut. Das Ganze in einem anderen Podcast. Werde ich noch, keine Sorge. Achso, wirklich hier. Irgendwann, Wie gesagt, Fallout 4 kam ja raus und es gibt ja halt Plus und Minus in dem Spiel, ne? Aber wir sind hier auf einem sehr, sehr hohen Niveau, wo man ein bisschen meckern kann. Und eins davon ist, dass Bethesda die Framerate an die Animationsgeschwindigkeit gebunden hat. Also im Klartext, bei höherer Frameszahl werden die Animationen schneller abgespielt. Und umgekehrt. Ja, genau. So kann halt die Spielfigur unter einem anderen deutlich schneller in Folge zuschlagen. Wenn man zum Beispiel einen Fernseher hat mit 144 Hertz und man macht die 60 FPS Lock, was halt Fallout 4 drinne hat, macht die halt frei, dass die halt drüber kommen. Ich meine, mit den heutigen Grafikkarten ist das ja kein Problem. Mhm. Und dann könnte man 144 FPS schaffen und dann hat der Gegner halt nicht mehr zu lachen, weil du halt mit dem Rohr so schnell zuschlägst,
dass er halt 4-5 Schläge weg ist. Aber wie gesagt, das ist halt übelst komisch, dass die Framerate an die Animationsgeschwindigkeit gebunden hat. Das hat ja, aber wie gesagt, Skyrim schon so, wo die das gemacht hatten. Wie aber auch schon gesagt, gerade bevor wir aufgenommen haben, die haben das genauso gemacht wie auch in Dark Souls. Da ist es auch so, dass die daran gebunden ist. Ich persönlich habe jetzt noch keine so großen Probleme damit gehabt. Das ist ja, halt, also sagen wir mal so, du hast das Spiel dann quasi so ein bisschen verändert, je nachdem mit welchem mit welcher Hardware du dann quasi spielst. Du hast übrigens auch du hast quasi auch eine viel größere Schwerkraft, wenn du mit einem besseren Gerät quasi spielst, weil halt die Objekte dann auch schneller fallen. Ja, du spielst ja mit 60 FPS. Da ist ja die Grenze drin. Du musst es aber erst in den Dateien umschreiben. Ja. Ja, also... Aber... Also, so wie du siehst, du kannst die Sachen immer modifizieren und spätestens, wenn die Mods rauskommen, ist das eh alles schon möglich. Gibt, glaube ich, schon 2 Mods. Hab ich irgendwo gelesen. Es gibt, ja, also du kannst jetzt mittlerweile, Nexus Mods hat das Ganze schon mit eingelistet. Okay. Du kannst tatsächlich schon die ersten Sachen runterladen, aber noch keine richtigen Mods, wo du das Creation Kit brauchst. Okay. Und weil das Creation Kit wird erst im nächsten Jahr mit rausgegeben, aber auch zusammen mit den Konsolenversionen. Mhm. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich meine, dass die Tools für die Konsole ein bisschen später kommen soll, aber für die Mods auf jeden Fall auch. Und es soll um einiges einfacher werden als vorher, wo du halt alles wirklich manuell umschreiben musstest mit den ganzen Daten. Sondern es soll jetzt ähnlich wie auch bei Nexus Mods dann eben so sein. Du klickst einmal drauf, die Sachen werden installiert und du kannst es sofort spielen. Das klingt auch zauberhaft. Eindeutig. Das ist doch, Mensch, das ist doch ein Traum. So. Möchtest du damit überleiten auf irgendwas? Ein Traum ist es auch. Das schwarze Auge, Sternenschweif, bekommt ein HD-Remake und erscheint Ende 2016. Ui. Auch ja. Komplett vertont und alles oder nur in schönerer Grafik? Das steht jetzt nicht hier, die haben uns gesagt, 3. Quartal 2016. Okay. Da freue ich mich drauf. Mal gucken. Das hatte ich auch früher gespielt. Ja, das ist natürlich schön. Ich habe ja früher auch schon, also jetzt vor ein paar Monaten. Warte, noch ganz schnelles. Und zwar, also es gibt noch eine Early Access Phase. Gibt es vorher noch. Also da kann man das Spiel auch schon spielen. Ja, jetzt noch. Jetzt will ich so nicht mehr überleiten, aber Metal Gear hat einen neuen Patch gekriegt. Und zwar haben sich ja viele Leute auch darüber aufgeregt, dass eine bestimmte Person später sich vom Spieler quasi verabschiedet und man sie so nicht mehr trifft. Und das gibt es quasi jetzt mit diesem Patch. Man muss eine bestimmte Mission, und zwar die Mission 11, 7-mal spielen. Mhm. Und dann kommt beim 7. Mal quasi eine etwas andere. Es wird die Mission etwas umgeändert und man trifft diesen Charakter wieder. Okay. Also ich glaube zwar nicht, dass ich jetzt groß spoilern müsste, aber für die Leute, die jetzt Metal Gear noch nicht irgendwo geguckt oder selbst gespielt haben, werde ich es jetzt nicht weiter spoilern. Nochmal Fallout 4, kleine Info, wurde 12 Millionen Mal ausgeliefert und macht einen Umsatz von 750 Millionen. Und es hat tatsächlich Dota und aber nur kurzzeitig. Ja, aber es hat den Rekord als meistgespieltes Spiel. Genau, Dota gehabt. Und war das GTA? Ich weiß nicht. Aber GTA ist nicht über Steam, oder? Die haben noch diesen Rockstar-Gedöns. Social Club.
Counter-Strike, der ist na, ist ja egal. Ich meine, das ist schon eine große, sagen wir mal, Überraschung, Dota zu, vom Platz 1 zu kicken. Nur, also nicht lange, aber trotzdem ist es ein, ja, Überraschung, also holla die Wallfee. Ja, eindeutig, aber da siehst du auch, wie, zum einen, das Spiel wurde ja sehr gehypt. Ja. Das ganze Jahr über und gilt ja jetzt schon als Spiel des Jahres. Und, ja, ich sag mal, es hat halt auch eine sehr treue Community. Ja. Die werden das auch noch einige Monate spielen, wenn nicht sogar Jahre. Also ich denke mal, Jahre trifft es eher. Jahre wahrscheinlich, sobald die Mods raus sind, auf jeden Fall. Ja. Im derzeitigen Zustand werden sie es aber auf jeden Fall noch eine ganze Weile spielen. Ich persönlich bin ja immer noch sehr, sehr davon angetan. Okay. Aber ich muss sagen, es gibt auch einige arschige Passagen. Ja gut, ich meine, in welchen Spielen hast du das nicht? Also bei The Witcher gab es auch so stellenweise Momente, wo ich gedacht habe, bleh. Also wenn man das nochmal, das zweite Mal durchspielt, so wie ich. Auf Game Plus und so. Aber ja, dieses Jahr wird es halt sehr schwierig mit dem Top-Titel des Jahres. Also bei mir gibt es ja tatsächlich nur zwei Titel, die das wirklich anfechten könnten. Wird aber noch nicht verraten. Es ist zwar relativ offensichtlich, aber ja, das ist ja auch nicht mehr so lange hin, ne? Das ist ja jetzt schon bald. Im Dezember wird das Ganze dann entschieden. Ich nur Weihnachtsgeschenke kommen. Aber wer an diesem Konkurrenzkampf nicht mehr teilnehmen kann, wird wahrscheinlich Rollercoaster World sein. Rollercoaster Tycoon World natürlich. Und die haben sich nämlich mal wieder den Release-Termin verschoben. Mhm. Die sollten ja eigentlich, wir hatten es schon mal im Game Releases drin, ja. Es wäre nämlich schon vor ein oder zwei Monaten mal erschienen. Und dann haben sie es aber wieder verschoben. Und jetzt haben sie gesagt, ja, wir machen es am Dezember. Und jetzt haben sie den Dezember verschoben. Das heißt, es geht komplett ins nächste Jahr 2016, weil zumindest laut den Entwicklern hat man sehr viel Fanfeedback bekommen und möchte jetzt die Zeit nutzen, um den ganzen Feedback und die ganzen Kritikpunkte auch nochmal zu bearbeiten, was ich natürlich ganz gut finde. Was ich aber auch ein bisschen schade finde, dass man das dann immer weiter nach hinten verschieben muss. Aber ja, klar. Mhm. Hauptsache, es wird dann hinterher auch ein gutes Rollercoaster. Weil, sagen wir ganz ehrlich, Teil 3 war ja ein ziemlicher Schrott, ne? Ja, gut. Also, ich habe die Serie jetzt nicht so... Ich habe damals Rollercoaster Tycoon 1, 2, 3 plus dieses Add-on gespielt. Und ich muss sagen, von 3 war ich doch recht enttäuscht. Also da haben sie dann versucht, die hatten ja in 1 und 2 hatten sie noch diesen, ich sag mal Comic-Look, so diesen 2D-artigen Comic-Look. Den fand ich eigentlich ziemlich cool, der hatte irgendwie sowas Eigenes. Und in 3 haben sie dann versucht, alles auf 3D und so weiter zu machen, was irgendwie nicht mehr so ganz gepasst hat zu denen. Das war wieder was völlig anderes. Das ist so ähnlich wie bei den Siedlern. Aber das ist, glaube ich, auch immer so eine Frage, wie lange man schon dabei war und wo man dann hinterher denkt, nee, das ist nicht mehr mein Spiel. Okay. Das haben ja schon viele, viele Spiele so gehört. Bei Fallout gab es das übrigens auch schon, dass es da einige Negativkommentare gab, weil sie eben vieles anders machen als in Fallout 3 und New Vegas. Mhm. Ich persönlich jetzt quasi als Neuling, ich habe, wie gesagt, die Sachen zwar schon gespielt vorher, aber nicht so stark, muss aber sagen, Fallout 4 zum Einsteigen super. Also ich komme damit super klar, ist halt ein bisschen casual-lastiger, sage ich mal. Als die vorherigen Teile, aber immer noch richtig gut. Ja, aber ich bin abgeschwiffen. Ich wollte eigentlich was anderes erzählen, glaube ich, ne? Ach nee, ich bin von Rollercoaster abgeschwiffen.
Daher bist du ja eigentlich dran. Haha. Was hast du mich erwischt? Ich hab gedacht, mal kurz. Warte, ja, Achtung. Und zwar Film, also der Filmmacher J.J. Abrahams, ne? Der kennt Produzent von Star Wars jetzt. Genau, hier Star Trek Into Darkness, Lost oder halt der von dem neuen Star Wars Film, ist korrekt. Der produziert jetzt ein Spiel. Neben dem Star Wars Film. Ach nee, der ist ja schon fertig. Der ist schon fertig. Weiß man schon genaueres dazu? Ja, also der Name des Projektes heißt Spynix. Also Spynix. Okay. Das soll eine Mischung aus Action-Strategie, einer sich dynamischen entwickelten Welt sowie RPG-Charakteren bieten. Okay. Und das ist so eine Art Spionage-Setting, wird das halt so erkannt. Wird auf der Unreal Engine 4 entwickelt und wird zunächst nur für den PC und Mobile geplant. Weiß man schon, welcher Publisher da mit im Boot ist? Der hat ja eine eigene Produktionsfirma, die heißt Bad Robot Interactive, also das ist seine eigene. Okay. Und den Entwicklern von Chair. Chair. Und die haben gemacht Infinity Blade. Okay. Und das gibt's hier für iPhone und so. Na, ich glaube nicht, dass das was wird. Ganz ehrlich. Ja. Ich glaube, noch schlimmer wäre es gewesen, wenn Shyamalan den machen würde. Aber nee, ich glaube nicht, dass das was wird. Okay. Aber, naja. Man sollte es vielleicht auch nicht vorher schon abstrafen. Mhm. Aber ich setze zumindest wenig Hoffnungen rein, sagen wir es so. Ja, dann würde ich jetzt nochmal... Ach ja, genau. Der Feldzug von Minecraft geht weiter. Mhm. Ja, denn die Minecraft kommt jetzt auch auf die Wii U. Ach du Scheiße. Ja, jetzt gibt es kaum noch irgendwelche Konsolen, die davor sicher sind. Jetzt kann dir jeder sagen, oh, wollen wir nicht lieber Minecraft spielen? Da kannst du nicht sagen, nein, ich habe nur Konsole XY. Okay. Ach ja. Nee, lass uns das mal. Ja, gehen wir nicht weiter drauf ein, ne? Nein. Es ist zu schmerzhaft. So, ich hätte noch eine einzige. Ach, eine nur noch, okay. Eine, ja. Also, das ist mal was eher in die Richtung Film und Fernsehen und Hardware und sowas. Und zwar möchte Sony Anfang nächsten Jahres Filme rausbringen. Mit einer 4K-Auflösung auf Blu-ray-Disc. Ich dachte, die Blu-ray-Disc wäre schon wieder tot. Nein. Ich dachte, jetzt käme dieses HD Plus oder so. Das nennt sich UHD. Von mir aus auch das. Ja. Und Blu-ray, also die Disc, ne, haben sie jetzt weiterentwickelt. Da sind so 100 GB, glaube ich, drauf. Und die Filme werden dann in 3840x2160. Pixel. Ganz ehrlich, wer braucht den Scheiß? Ja, du brauchst erstmal einen Fernsehschleifen. Ja, allein das schon. Ne? Aber es gibt ja noch, also das nennt sich UHD 1 und dann gibt es noch UHD 2. Und der Unterschied und ist? Also die UHD 1 hat 3840x2160 und die UHD 2 hat 7680x4320, also 8K. Ach, waren das nicht noch Zeiten, als wir noch auf dem Fernseher 480p Sachen gesehen haben? Ja, also die wollen dann Anfang nächsten Jahres Filme rausbringen und dann haben sie Filme gezeigt, also die in der Liste stehen, was sie rausbringen. Und da frag ich mich, what? Also da ist zum Beispiel dabei... Der Amazing Spider-Man 2. Hm. Natürlich. Ja. Okay, kann man noch geben. Aber dann Chappie Hancock. Chappie? Ja, das ist mit diesem Roboter hier. Chappie
Chappy, das klingt war Wally, aber Chappy? Ja, Chappy ist beim Misch hier so Hundenahrung. Ja, irgendwie schon, ne? Ja, und das ist halt so ein Roboterfilm. Und ja, die wollen das halt nächstes Jahr noch rausbringen. Aber dann fehlen ja immer noch die Abspielgeräte. Aber eine Sache, die Sony wirklich ganz gut gemacht hat, jetzt mal hier, um das nochmal für Werbung zu nutzen, wenn wir schon eh von Sony sprechen, Powers ist ziemlich gut, die Serie. Okay. Die ist ja auch von Sony produziert. Mhm. Das ist so eine, ja, Superheldengeschichte halt. Ja, ich will eigentlich gar nicht so viel spoilern, nur für die Leute, die es interessiert, schaut euch einfach mal Powers an. Das war's dann von mir, ja. Okay. Dann hätte ich natürlich noch was, und zwar Life is Strange 2 ist anscheinend noch geplant. Da bin ich schon sehr gespannt, wie das aufgenommen wird. Ich dachte ja, das wäre jetzt 5 Episoden und danach wäre es zu Ende. Weil ich habe zumindest gehört, dass es wohl relativ eindeutiges Ende sein soll, beziehungsweise es gibt zwei alternative Enden. Dann hätte ich noch, genau, hier, GTA. Der Publisher, ich glaube es war 2K Games, hat mehrere Mods von GTA gestoppt. Mhm. Also auch gerichtlich quasi. Also ich glaube es geht um zwei verschiedene Mods. Der eine hieß, glaube ich, GTA Multiplayer und das andere war irgendwie GTA 5M oder so. Okay. Und da war es dann wirklich so, die haben schon einen Brief gekriegt, dass die das, dass die Arbeit daran unterlassen sollen und so weiter. Ich bin gespannt, warum das Ganze so ist, weil eigentlich ist es ja immer cool. Aber ich glaube, ich habe zumindest so den Verdacht, dass beides sind ja auch quasi Multiplayer-Mods gewesen. Und ich glaube, dass das auch der Punkt ist, weil das ja quasi ein Konkurrent zu GTA Online hinterher wäre, was die ja schon haben, dass die da wahrscheinlich deswegen sich den Rücken frei halten möchten. Oder generell irgendwie was gegen Mods haben, die man auch im Multiplayer nutzen kann, keine Ahnung. Sowas in der Art vermutlich. Okay. Ja, dann hätte ich noch Overwatch. Und man hat ja vorher immer gedacht, yo, das wird wahrscheinlich ein Free-to-Play-Spiel und so weiter in so einem, in so einer Arena, ne? Ja. Ist es aber anscheinend nicht. Es wird nicht Free-to-Play, sondern es ist Vollpreis. Ich glaube so 40€ oder so. Und sie haben natürlich auch gesagt, warum das so ist, weil sie meinen natürlich, wenn du einen Helden pickst und dann hat der andere ja immer Zeit, Counter zu picken und so weiter. Und sie finden es halt blöd, wenn es da zu Unstimmigkeiten gehen kann, sag ich mal. Ja. Wenn du diese Helden dann quasi erst kaufen musst, um da Counter zu picken, beziehungsweise um da die Helden spielen zu können. Und deswegen machen sie jetzt ein Vollpreisspiel draus. Und dafür kannst du dann halt aber auch ohne Mikrotransaktionen das Ganze spielen. Also es wird keine Mikrotransaktionen darin geben. Ja. Schade. Schade, keine Mikrotransaktionen. Nein, das nicht, dass es halt Vollpreistitel ist. Ah ja. Wird auch so seine Sachen finden, seine Fans finden. Mich persönlich hat es ja irgendwie so ein bisschen an Team Fortress erinnert. Von der ganzen Aufmachung her. Hm. Aber ich glaube, es wäre auch nicht so ganz mein Ding. Ja, gut, Free to Play hätten wir das vielleicht mal angeguckt, aber Vollpreistitel. Hm. Weil es ja auch für die Konsolen kommt, ne? Ja, ich meine schon. Ja. Naja, gut. Hm. Übrigens, was auch noch kommen wird,
ist natürlich der PC-Release von Rise of the Tomb Raider. Ah ja, genau. Das soll jetzt, also es ist zumindest jetzt schon gelistet. Du kannst es dir nämlich vorbestellen bei Amazon. Und da steht der Release-Termin 1. April 2016 drin. Okay. Und die Xbox-Spieler können natürlich jetzt schon Rise of the Tomb Raider spielen. Das Spiel ist ja für die Xbox schon erschienen. Hast du da schon mal reingeschaut? Ich habe mal schon reingeschaut, ja, aber ich wollte es halt mal kurz fix angucken, weil ich es ja irgendwann umspielen will, nicht euch jetzt zu viel sehe. Es sieht sehr nach Spielfreude aus. Ja, also ich habe jetzt, glaube ich, so eine halbe Stunde bis zu einer Stunde ungefähr geguckt, was da so an Spielsachen drin ist. Das Erste, was mir natürlich aufgefallen ist, ist, dass Nora Tschirner nicht die Hauptrolle spricht. Das finde ich sehr schade. Das ist ein großer Minuspunkt für diese Reihe. aber ansonsten sah es schon wieder sehr actionlastig aus, sage ich mal. Also verschnaufen ist da wohl nicht. Ja. Für die PlayStation 4 kommt es aber noch später, ne? Natürlich. Ja. Wenn überhaupt, oder? Nicht an Herbst? Haben die nicht irgendwas gesagt von Herbst? 2016? Herbst 2016, ja. Aber ich sag mal, das ist wahrscheinlich auch vernünftig, weil eigentlich sollte das Ganze ja wieder exklusiv sein, glaube ich. Mhm. Zumindest es war, glaube ich, bei dem ersten Tomb Raider so, wie sie es gesagt haben. Das ging ja erstmal ganz exklusiv für Xbox rein, bis dann alle großen Shitstorm deswegen gemacht haben und sie dann gesagt haben, okay, wir machen es auch für die anderen. Aber es ist natürlich klar, dass sie da dem Kontrahenten natürlich das Wasser quasi so ein bisschen abschöpfen wollen, indem sie es erstmal nur für die Xbox machen. Ja gut, die haben es ja dadurch gemacht, diesen Titel exklusiv zur Xbox zu kaufen, weil ja Sony quasi den Gegenpart, der deutlich besser ist. Du meinst Uncharted? Ja. Da rausbringt, dass sie, wenn du ein kleines Gegenstück haben, was so Action-Adventure betrifft. Mhm. Also die haben schon, also es gibt schon so einen Seiten und so, die haben das schon angeschaut, ein bisschen gespielt und die haben gesagt, Tomb Raider kommt schon ran, aber Uncharted ist halt noch eine Stufe höher, was das betrifft. Mit Rätsel und Action und so. Ich meine, du hast ja auch mitgesehen hier auf der E3. Also das sah schon sehr spannend aus. Ja, es waren einige, ich sag mal, filmartige Szenen schon dabei, also die man auch so in einem Indiana Jones hätte sehen können. Mhm. Allein so diese ganze Verfolgungsjagd hinterher mit der Brücke, da waren ja schon ganz gute Szenen dabei. Ja. Aber ich weiß auch noch nicht, wahrscheinlich fehlt mir da auch der Bezug zu den ganzen vorherigen Titeln, ja, dass ich das nicht so ganz verstehen kann, warum das Spiel so gehypt wird, aber naja. Ja, lass mal so im Raum stehen. Ja, wie gesagt, also, ja. Ich habe die vorherigen Titel ja noch nie gespielt, wahrscheinlich liegt es auch daran, aber bisher kann ich noch nicht so viel damit anfangen. Ja. So, ja gut. Und also, eine Sache noch, man kann jetzt ab sofort kann man auch Battlefront spielen. Also, was heißt ab sofort? Ich glaube gestern, konnte man Battlefront spielen. Und zwar über EA Access. Das ist für die Leute auf... Ich meine, es war nur auf der Xbox jetzt gerade. Die können jetzt die quasi Demo von Star Wars Battlefront nochmal spielen, wenn sie EA Access haben. Mhm. Das hat alle Modi und Inhalte drin, aber du darfst es nur 10 Stunden spielen. Ja gut, ich bin dafür noch zu bezahlen. 3,99 im Monat. Ja,
Also für die Leute, die jetzt EA Access sowieso schon haben, ist es wahrscheinlich schon ganz gut. Ich würde es mir aber nicht extra holen, um jetzt nochmal 10 Stunden Star Wars Battlefront spielen zu können. Und das vorher? Naja. Ich meine, da kann ich die Tage noch warten, ne? Naja, aber siehst du, EA Early Access, das passt. Das haben sie sich genauso ausgedacht, glaube ich. Das heißt nicht Early Electronic Arts, das heißt Early Access. Ach so. Naja. Es war alles nur Verwirrung. So, aber ich glaube, jetzt habe ich auch nichts mehr. Oh. Ich schaue noch mal schnell durch, ob ich was vergessen habe, aber es sollten alle wichtigen News drin sein. Ja, genau. Es gab noch was zum Mass Effect, aber das habe ich auch schon wieder vergessen. Von daher, was denn das? Dann bedanken wir uns beim Zuhören. Wir wünschen den Hide noch eine schöne gute Nacht. Nein, wünschen wir nicht. Er soll Albträume kriegen. Ja, wir wünschen ihm Albträume. Also bis dahin, tschüsselo. Damit er nächstes Mal unsere Termine nicht verpennt. Ja, ist richtig. Wiedersehen.